Eine glückliche Welt von morgen, ist das eine Illusion? Mein Name ist Johann Ganitschnik. Ich bin der erste Vorsitzende des NLP-Netzwerk Bayer und ich lade Sie zu dem zweitägigen NLP-Kongress 2017 ganz herzlich ein. Das Motto wird sein, gesund und in Einklang mit der Natur zu leben. Mit dem ersten Highlight starten wir am Freitag mit Dr. Rüdiger Dahlke mit seinen heilsamen Lebensprinzipien. Zu diesen heilsamen Lebensprinzipien können Sie natürlich den Arzt und Autor Rüdiger Dahlke alles fragen. Er wird zu allen wichtigen Themen Stellung beziehen. Er hat zum Beispiel beim Kongress an der Wirtschaftskammer in Wien die Zauberfrage, wie die Welt morgen aussehen könnte, beantwortet. Seine Gedanken sehen Sie hier in diesem Video. Mehr zu Dahlkes Lebensprinzipien und die Essenzen aus seinen 28 Büchern erfahren Sie natürlich beim NLP-Kongress 2017. Also einfach kommen, hören, staunen, um gesund und in Einklang zu leben. Das Vorstandsteam lädt Sie zu diesem und zu 10 weiteren Workshops ganz herzlich ein. Ich freue mich auf Sie. Rüdiger, angenommen, du würdest heute Nacht träumen, dir würde ein Narr erscheinen und er könnte zaubern. Wie würde deine Welt morgen ganz praktisch anders aussehen? Ja, die Situation haben wir eigentlich schon wieder in Deutschland. Die einzige Nachrichtensendung, wo man sich noch darauf verlassen kann, ist die Sendung aus der Anstalt. Das sind die Hofnarren. Da wird noch zur Sache geredet. Die anderen reden ja Smalltalk Mainstream. Aber wie würde meine Welt ausschauen? Ja, also ich kann einfach sagen, wie meine schon ausschaut. Ich esse halt anders, denke anders, meditiere viel, komme gerade vom Fastenwandern in der wunderbaren Landschaft der Südsteiermark und habe eigentlich das Glück, dass ich die Sachen, die mich bewegen, die mir wirklich auch Freude machen kann, immer noch Teilnehmer finde, die da gern mitmachen, darf auch die Sachen schreiben, die ich mag. Das ist eigentlich schon das, was ich möchte. Und fühle mich damit ganz wohl. Ich meine, klar kann ich die Welt schön träumen. Mir wäre recht, wenn die keinen Dritten Weltkrieg jetzt anzündeln würden und die Russen mal in Ruhe lassen würden, ehrlich gesagt. Und ich denke mal, wenn wir so jemand wie Khrushchev oder Brezhnev auf der anderen Seite hätten, hätten wir jetzt schon wieder einen Krieg. Aber das wäre mir natürlich sehr recht, wenn die das nicht machen würden. Ich finde es ja schön, zu der Generation zu gehören, der ersten, seit ewigen Zeiten, der Österreicher oder Deutschen, die keinen Krieg mehr erleben müssen. Ich würde gern dabei bleiben. Finde ich angenehm, den Gedanken. Und ich fände es natürlich auch schön, wir würden das hinkriegen, dass alle auf der Welt genug zu essen haben und dass die Bildung so steigt, dass wir trotzdem nicht dauernd mehr werden. Oder solche Dinge verwirklichen, wie Gerald Hüther sagt, 98% der Kinder, die in die Schule kommen, sind genial. Wenn sie wieder rauskommen, sind es bloß nur 2%. War schon schön, wenn wir da ein bisschen mehr draus machen würden und da anders dran gehen würden. In der Medizin hätte ich auch viele Verbesserungsvorschläge. Wobei, es geht in die Richtung. Also wir müssten einfach fasten zu einer, ist ja eher christliche Tradition. Wir müssten das einfach propagieren, die große Teile der Bevölkerung, wenn fasten würden und danach anders essen würden, würden eh schon 50% der Kliniken leer stehen. Das Thema Sexualität heute auch schon mehrfach gefallen ist. Ich selber arbeite ja in Familienaufstellungen auch sehr stark und wir haben ja auch mal experimentiert so mit historischen Aufstellungen, auch mit historischen Persönlichkeiten, Buddha, Freud und Falco in Aufstellungen, Sigmund Freud, Sexualität, Wien. Haben wir denn in dem Gebiet seit Sigmund Freud etwas dazugelernt? Tja, also ich bin ja, komme ja aus der Hippie-Generation, 68er. Wir dachten ja, wir hätten da die Revolution schon eingeleitet und für Freiheit gesorgt. Aber wenn man die Welt anschaut, natürlich kann man sehen, was da alles schief läuft. Und natürlich wäre das ideal. Wir hätten so selbstbestimmte Individuen, die sich auf einer tiefen Liebesebene begegnen könnten und entsprechende Familien.
Das können wir nur nicht verordnen. Ne? Also zum Beispiel diese politischen Systeme, Ein-Kind-Familie, haben einen grausigen Schatten gerissen. Ja, also es hat dazu geführt, dass sie so viele mit Amniozentesen weibliche Embryos abgetrieben haben in China und in Indien ja genauso. Die haben inzwischen 60% männliche Nachkommen, 40% weibliche. Die werden eine fürchterliche Disbalance haben. Die haben das aufgegeben in China, wenn ich richtig informiert bin, mit der Ein-Kind-Ehe. Weil das einfach, dann haben sie ausgesetzt, die Mädchen, und Hillary Clinton hat das einmal aufgedeckt, wie sie noch First Lady war. Die haben in China, wenn sie als erstes Kind am Land ein Mädchen bekommen haben, haben sie es ins Waisenhaus geschickt und die haben es verhungern lassen, weil sie noch eine zweite Chance hatten, dann einen Buben zu kriegen. Also die, immer wenn man so verordnet von oben runter, ne? Das wäre genauso grässlich übrigens, wenn man es vegan von oben erzwingen und verordnen würde, wäre ich gar nicht dafür. Bei diesen Verordnungen ist es einfach schwierig. Wie kriegen wir es dahin, ist die Frage. Ja, also, dass Menschen so selbstbestimmt sich in Liebe begegnen können. Und das wäre natürlich ideal. Ich meine, für die Bevölkerungsgeschichte wäre überhaupt Bildung insgesamt schon gut.